Christian? Ein kleines Edel, was vielleicht noch herpasst, ein Duell. Weil mir finde einfach, dass der Pelzer aber euer Beste schmeckt. Pelzer aber muss es sein. So war jeden Tag. Ich krieg gerade schon wieder. Kaffee macht ein Wes, Whisky macht dich spes, Tabak macht dich krank, Kuchen macht einen Schlamm. Rum macht du, Bier macht Hai, Schnaps macht doof, Hasch macht Hai. Aber Pelzerwoi macht mich zum Philosoph. Von Alkohol und Mittel vergenuss, hab ich alles ausprobiert, was man probieren muss. Gin und Con und Marille Schnaps mit Schuss, bisschen Wodka importiert vom Russ. Ich bin überwältigt. Ich bin wirklich überwältigt, dass so viel Leid, die so einen Pegel haben, so zuhören können, das hätte ich nie gedacht. Die Pelzer sind gar nicht so, wie sie oft gesehen waren. Pelzer haben Tiefe, die haben Seele, die haben Philosophie, verstehst du? Und deswegen ist es oft so, dass die Leute halt denken, oh, die können bloß saufen, das stimmt nicht. Ein Pelzer muss schon viel saufen, wie es man sagt, der trinkt. Hallo, wir begrüßen ganz außerordentlich an der Kamera, die heute vielleicht am Montag die Haken rausmachen können, die unter dem schweren Joch der Lohnabhängigkeit oder der familiären Pflichten ihr Kargestas anfristen. Von dieser Stelle, gerade war der Auftritt vorbei, uns läuft noch die Fuhrfred am Bäh runter und tropft noch ableise. Und so stehen wir da von Karlstädter oder umstehender Ausschank und wünschen euch an der Stelle vom Waschmarkt natürlich alles, alles Gute. Es war ein sensationelle literarische Frühschuppe, dieses Ritual gewinnt von Jahr zu Jahr. Da brauchen wir gar nicht rumlamentieren oder kommentieren. Mundartveranstaltung mit weit über 4.000-5.000 Zuschauern im Schnitt. Das ist etwas, um das beneidet uns die ganze Welt und dieses Bewusstsein zu schaffen und es weiterzugeben, auch an viele, viele Junge, die heute mit uns da sind. Das ist eins von unseren größten Anliegen und wenn man ja sagen kann, das Klasseziel ist erreicht, dann ist es nahezu vergnügungssteuerpflichtig, an dieser Stelle zu stehen. Und deswegen geht mein Gruß natürlich an alle Zuschauer und wenn ihr das nächste so einrichten können, dreht der Arbeit und Chef der Buckel hin, seid ein Teil von dieser Veranstaltung, kommt auf den Waschmarkt am frühen Montagmorgen. Es ist, wie soll ich sagen, nahezu unbeschreiblich. Von der anonymen Gitarristin der Etzel. Dankeschön. Also Wetter hat am Anfang nicht gepasst, oder? Ja, es hat mal kurz geregnet, aber jetzt Bombenwetter. Aber dann kam Buschi und dann wurde das Wetter richtig gut. Also war wirklich schön, ja, war sehr schön. Strahlender Sonnenschein, besser kann es nicht sein. Genau. Nicht so warm wie letztes Jahr. Und es ist eine mega geile Stimmung hier. Ich würde jederzeit wieder hierher kommen. Ja, es war doch sehr interessant und kulturmäßig kann man sich hier durchaus weiter vorbilden. Richtig, richtig gut. Es war unser erstes Mal. Wir kommen aus dem Münsterland und wir müssen sagen, es ist richtig, richtig gut hier. Münster, Münster. Wirklich, wir kommen nächstes Jahr wieder auf jeden Fall, oder? Nächstes Jahr her. Ja, immer. We'll be right back.
Ist das Herz getan?